Ich will auf die Hürde noch mal ein bisschen auf den Sack und ja, hat er gesagt, ich möchte noch mal mit euch oder möchte euch mal mein Anti-Stress-Buch zeigen. Für mich ist dieses Ausschneiden und dieses Basteln und dieses Aufkleben, diese Glitzerstäbchen, also für mich ist es totale Entspannung. Wie gesagt, ihr könnt euch das jetzt angucken oder ihr lasst es, aber ja, ist ja so, dass wir dann hatten hier einfach so ein Buch bei Teddy besorgt, besorgen lassen. Hier vorne muss ich noch irgendwas hin, aber da wissen wir noch nicht was. Mal gucken. So, gestern, wie gesagt, hatte ich die ganze hier schon gestaltet. In den Meerestierchen-Look. Mal komm her hier. So. Und ja, heute geht's weiter. Heute möchte ich mit euch, habt ihr gesagt, unter dem Meer und Einhörner wird das Thema sein. Ihr habt mir schon unsere Einhörnerchen vorbereitet. Und ein paar kleine Wolken und Sternchen. Weil ich viele Sternchen noch Alternativen habe. Ja, und habe mir. Habe ich hier rumgedreht? Ja. Sieht man nicht? Ja, habe mir aus so einem Pastellblock von Kraft. Also, wie gesagt, immer verschiedene Sachen drin. Und ich fand das halt ganz passend mit den Einhörnern. Das war mir zu langweilig. Das war mir zu viel. Das war mir zu. Ja, genau, sieht aus wie Stroh oder so. Ja, wie gesagt, das sieht auch noch ganz neckisch aus. Das ist, ja, das ist ja nicht. Auf jeden Fall ist es jetzt so geworden. Ich habe es jetzt schon mal ein bisschen zurechtgeschnitten und eingeklebt und fange jetzt mit euch an, das zu gestalten. Hab mir hier so ein Washi-Tape besorgt, natürlich alles in Glitzer. Das Rote hatte ich gestern verwendet. Fand ich dann irgendwie, fand ich, passte so dazu. Und habe mir für heute überlegt, wir machen grün. Weil Einhörner und Pferde und Wiese und ja, ich sehe auch nicht. Grün halt jetzt. Heute wird es grün. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir das hier irgendwie anfangen kriegen. Hier immer ja nicht so einfach. Hier oben Pole. Ja, ihr seht alles, wa? Ich muss mal ein bisschen gucken. Weil ich nur meine Kamera habe. Ich hoffe, der Ton ist jetzt besser. Ich habe schon wieder Beschwerden, wenn ich Ton nicht kriege. Ich hoffe, es wird. So, anfangen wir. Jetzt kleben wir die ganze. Irgendwie finde ich, hat das was. Dann sieht das alles so ein bisschen eingefasst aus, abgeschlossen. Ja, nicht ganz so lose halt. Zieht euch hier lang. Ja, hier wieder diese Modellwand. Okay, ich brauche das eigentlich nicht viel zu sagen, aber irgendwann muss ich ja erzählen. Ich kann euch ja jetzt hier nicht einfach nur gucken lassen und hier nebenbei atmen. Das funktioniert nicht. Dann ist ja voll langweilig. Ist wahrscheinlich auch so langweilig, was ich hier erzähle, aber wenn ich hier nur atme, das wird ja noch viel langweiliger. So, das gleiche machen wir. Das ist immer nicht so einfach hier. Wenn man das hier so schön rundherum haben will. Ich will das hier schön rundherum haben und ich will das hier auch relativ gerade haben, sonst kriegt ihr nämlich einen Föhn. Und jetzt müssen wir mal kurz zack, Pause machen, weil Kinder. So, da bin ich wieder. Kinder sind beruhigt, aber gut. So, jetzt haben wir das hier soweit. Schneiden wir das hier ab. Dann geht es hier weiter. Wie gesagt, immer ringsrum. Ich jetzt wirklich nicht so viel zu sagen, aber ich kann ja auch nicht einfach nur sitzen und atmen. Das wird auch nicht. Erstmal ist das wieder meine Natur. Ich muss reden. Jeder, der mir kennt, weiß, die quatscht den Dach. Die. Ja, ich rede einfach hier an. Ich rede gerne, ich rede viel, ich rede den ganzen Tag. So. Und jetzt dann einmal runter und dann haben wir das wenigstens schon mal. Dann haben wir mal langsam. Das ist ja nicht so einfach mit dem schlingeligen Zeug. Aber man will es so nicht wisch. So, wa? Müll, 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 Müll weg. Seht ihr alles?
denke, wa? So geht das. Muss ich nur gucken, was ich jetzt richtig rumreife, nicht dass ich da aus Versehen. Ja, das muss ich richtig. Eine Bankknarke. So, jetzt haben wir hier unsere süßen Viecher. Schauen wir mal, wo wir die so hindrapieren. Ob wir die alle nehmen oder vielleicht doch nicht alle. Das finde ich ja schon ganz nickisch, dass das hier so schläft. Hier ist ein Hüpfendes, das könnte man ja vielleicht. Ja, so denn lieber wahrscheinlich. Irgendwie so oder so. So, na mal gucken. Wie gesagt, hier haben wir auch noch eins. Hier haben wir noch einen Regenbogen. Vielleicht kann ja noch eins über den Regenbogen galoppieren. Obwohl ich das ja auch süß finde hier. Das werde ich glaube ich dahin machen. Weil das so schön hüpft. Jo. Dann so hinfummeln, wie man das gerne hätte. Und dann geht er doch jetzt klappert schon hin. Mal gucken. Vielleicht bin ich gleich nochmal weg. Schauen wir mal. Aber ich mache euch das dann fertig hier unten. So. So. Das hüpft da, das hier. Hier ist eine Mücke. Also ich habe hier keine Macke oder so, das ist eine Mücke. Hier ist eine Mücke. Das irgendwie gefällt mir das nicht, weiß ich nicht. Ja, zwei Wolken. Eine schlafende und eine lachende. Ja. So finde ich das doch schon ganz hübsch. So, lassen wir das. Ich möchte das jetzt so lassen. Und jetzt kleben wir die ganze Misere fest. Muss ich mal. Wartet mal. Muss ich mal die Kunst unterlegen. Jetzt ist nachher mein ganzer Tisch voll mit irgendwelchem Klebezeug. Das mag ich nicht. Hier ist meine Sternschnitten. Mal gucken, wo die euch packen denn. So. Gut. Aber wie mein Klebstoff auf Papier aufträgt, ist da ja alle nicht an. Ist ja wahrscheinlich auch wieder erste Klasse gewesen. War das erste? Ich glaube, da war schon Kinder gemacht, oder? Jo. Die bei uns sind hier nämlich alle Kinder krank. Alle beiden. Der eine hat einen Schnuppen, wird ganz kleine. Und das Große hat so ja Mund-Hand-Fuß-Krankheit. Ganz furchtbar und eklig. Könnt ihr mal googeln oder so, ist grausig. Für die Kinder sind grausig. Der kann nicht essen, der redet, wenn er eine heiße Kartoffel im Mund hat, das arme Kind. Tut mir in der Seele weh. Aber man kann einfach nicht machen, außer Schmerzsaft, Fiebersaft. Und ja, die Sache aussitzen, weil, ja, kannst du halt nicht machen. Richtig hier nicht. Ich habe schon wieder Kleber angeschmiert. So, dann geht es weiter mit ihm hier oder ihr hier. Ich finde das süß. Ich mag das irgendwie, ist mir toll. Wie gesagt, ich. Ihr wöhnt euch dran. Ich gehe da voll drin auf. Mir macht das Spaß. Und ich kann auch schön bei abschalten. Konnte ich früher nicht. Früher hattet ihr Hass, diese Schnibbelei und diese Ausschneiden und alles so klein und fuddeln. In keine Ecke kommst du drin, hast du ja wissen, mit der Nagelschere vom Mutti aus dem Nähkasten und hast dann irgendwas probiert auszuschneiden, am Ende hast du doch in der Ecke geschmissen, weil du keine Lust mehr hattest. Aber jetzt so
Zeit lang genäht, das habe ich auch richtig gerne gemacht. Aber ich habe irgendwie erst damit angefangen, wo mein Großer, keine Ahnung, ein halbes Jahr war, ein Dreivierteljahr war. Weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Und das war, ja, nicht zu spät, aber ich habe dann halt viel genäht und habe auch mal viel genäht, wo der Kindergarten war und ich wieder arbeiten war. Aber irgendwann war ich dann wieder schwanger und dann habe ich gedacht, jetzt nächste. Wenn jetzt alles, was du je nähen wolltest, machst du jetzt, du hast ja Zeit. Pustekuchen, du hast überhaupt keine Zeit. Der Große ist im Kindergarten, das andere ist noch am Bauch und du hast keine Zeit. Du musst zu irgendwelchen Terminen, du musst alle drehen, dann hat er ihn nach irgendeinem Schnuppen, dann musst du ihn wieder abholen oder. Also, man kommt zu Janusz. Irgendwie. Hört die da hin? Die süß. Dann war der dicke Einhorn. Ja, dann habe ich mich entschlossen. Habe gesagt, so jetzt hier, Mutti braucht einen Neuanfang. Ich muss immer alles. Ja, ich muss weg. Ich hatte nur noch das Gefühl, ich muss. Ich habe aber keine Zeit, ich habe keine Zeit. Und dann macht es auch keinen Spaß. Also habe ich die ganze Chose ins World Wide Web gesetzt und siehe da, hat sich jemand erbarmt und hat mir alles komplett abgenommen. Nähmaschine, Stoffe, ich hatte ja, wie gesagt, ich habe immer geholt und gemacht und ich dachte, oh, das schaffst du, das machst du, und, oh, das ist so toll, da machst du ein Kleidchen für die Pippi, wenn die denn da ist, und da machst du noch eine Hose für den Großen und ein T-Shirt, und ich habe wirklich viel gemacht für die Kinder, aber also vor allem für den Großen, aber jetzt so für die Kleinen, ja, habe ich mit einer Hose und Schwamplein nicht, das war. Weil einfach keine Zeit, ich weiß nicht warum. Dann war mir ständig schlecht. Dann war, wie gesagt, irgendwas anderes, dann hast du Arzttermin gehabt. Naja, bevor ich das nochmal erzähle, ging einfach nicht mehr. So, jetzt kriegt das schon mal immer jetzt hier. Und jetzt kommt eigentlich das, was ich hier am allerschönsten finde. Die Dekorierung, weil da steht ja noch. Und ich werde das auch so machen wie vorne, habe ich gerade beschlossen. Nur nicht mit blauen Steinen. Gucken, wie es aussieht mit grün. Ja, machen wir. Müsst ihr euch das hier abkniepeln irgendwie? Die sind auch nur von Teddy, die euren Dinger. Die sind immer toll. Zum Basteln sind die toll. So eine Ketten sind das ja eigentlich nur so eine. Diese Stellketten. Achso, vielleicht mal in der Ecke anfangen, weil eins größer. Das ist immer so viel Quatsch. Dann verliert man die Hälfte. Oh, was ist das? Vielleicht liegt es auch schon an der Uhrzeit. Ich weiß nicht, wie viel haben wir denn überhaupt? Ja, 11:15. Oh ja, da kann man auch schon mal nicht ganz einen Klebestellen gerade lassen, würde ich sagen. Klebt sich jetzt auch ein bisschen hoch, weil auf der anderen Seite die Muschel drunter ist, aber. Ist nicht so schlimm. Wachsen wir mit uns auf, ja. So. Zack. Ja, die sind auch irgendwie nie ganz gerade von Firma Teddy, aber wieder mal auch nicht so schlimm, weil. Ja. Ich will das Ding ja nicht verkaufen oder irgendwo zur Ausstellung tragen oder. Ich mache das ja für mich. Das bei mir ein inneres Bedürfnis ist, Klebestellen aufzukleben und zu dekorieren und den Bund zu machen, und wieder für mich ist das so richtig, kann ich abschalten. Bei YouTube jetzt muss ich ein bisschen mit euch reden, aber jetzt am Abend habe ich hier die Innenseite angenommen und die Farbe war himmlisch. Hier hat mich gestört, die Kinder haben mich schlafen. Tobi war auf der Couch, Tobi ist übrigens mein Mann, der das ganze verrückte Chaos, was die Kinder mal eigentlich da aushält. Und das war toll. Ich
habe einfach nur für mich hingefusselt. Morgens konnte ich dann meine Ergebnisse vorführen. Von Karte natürlich ganz toll, am liebsten hätte er ja nicht gleich abgepult. Gibt's nicht. Schimpfmutti. Mutti ihr Spielzeug. Nein. Kinder. Deo. Wieso klebt euch das hier so wie das Washi-Tape ringsrum? So. Hast du geschafft. Die Geräuschpulver, die steht drauf. Könnt ihr in einer Fabrik arbeiten? Könnt ihr den ganzen Tag die Dinge abholen? Wo arbeiten sie denn? Oh, in der Fabrik, die pullen jetzt gleich so schnell ab. Das ist so schön von mir. Kann man ja nicht erzählen. Aber, würde ich machen. Die müssen wir jetzt ein bisschen höher, weil wir da nicht viel Pasta haben mit unserem Einhorn. Aber wie gesagt, ist ja. Wie hübsch soll man werden? Und ist halt meins. Wenn ich sage, ich finde das so schön, dass das so schief und krumm ist, dann ist es so. So, jetzt noch die letzte Ecke hier. Jetzt kriegen wir schon am Tisch fest. Ich hoffe, ihr seht das wieder alles. Ich kann das jetzt nicht kontrollieren. Ich werde das dann einfach ja, anhand. Na, komm schon. Ja, aber toll. Ich habe mal einen Stein geschnitten haben. Das ist ja Wahnsinn, was so ein schöner Schäler kann. Immer wenn ich mich irgendwas hier gerade nervt oder. Also wenn man sagt, man macht das, wenn ich mich irgendwas nervt, aber mich nervt gerade, ich glaube, mich nervt sehr an dieser Strebestellen. Das gibt's doch ja nicht hier heute. So, jetzt, wir haben's. Houston, wir haben kein Problem mehr. So. So finde ich das ja auch schon mal sehr, sehr. Kawaii ist übrigens niedlich, süß, toll, knuffig, naja, alles so was heißt Kawaii. Und, also nicht besonders, das klingt krank oder sowas, das ist einfach nur, ich habe auch erst gedacht, Kawaii, ich hab mir die Finger wund gegoogelt nach dem Bild nach der Kawaii. Und ich verstellte, ist nicht der Kawaii. So, die Sticker sind ja noch von der Lushani und ich fand ich so cool. Die passen hier so geil drin. Dann muss ich da glatt den Bogen mit hochnehmen. Und hier heute werden mit Sicherheit auch noch welche eingießen. Aber jetzt wird erstmal damit geklebt. Ja, wenn die bunten Profilen mache ich als nächstes, aber erstmal so 2 bis 5 hier hin. Ja, so. Jetzt wollen wir mal her. Maman. Was ist das hier? Achtung für Kinder unter 3 Jahren. Naja, sind wir ja Gott sei Dank nicht. Nicht mehr. Ja, das ist so, für sowas kaufe ich Aufkleber wie blöd bei Teddy und Co. Die sind ja auch heiß hier, diese Softfarbene. Die gelb schon toll. So, ich glaube, das reichen die Sterne. Machen die so viel. Was haben wir hier noch? Tolles, schönes Meerschwein. Aber hier noch toll bei. Die Blätter sind ja auch Schauer. Schauer, das ist dann überhaupt für ein Wort. Ich weiß nicht mal, wo das herkommt aus meinem Wortschatz, aber irgendwie hat sich das so
etabliert. Oh Gott. Jo. Dit. Da haben wir hier noch ein paar Herzen. Die sind ja auch süß. Da auch innen machen. Hier so. Das ist zu viel, ne? Da. Nee. Nee. Da machen wir lieber. Glaubig. Sterne oder Herzen? Die könnten wir jetzt nicht antworten, ne? Ja, aber schon so viele Sterne. Das wird immer alles schwierig. Wo ist mein Kicker hier? Da ist er. So, kippe ich mir mal welche rein und dann gucken wir erstmal, ob das überhaupt. Das ist total cool, das Teil, wenn das funktioniert. Das ist so ein Strassding, den machen wir. So ein Strasssteinpicker. Der fetzt. Hier ist ja wieder der super Strassstein-Schmuck, Steinkleber von Firma Teddy. Der ist toll. Der macht wirklich das, was er soll. Und hey, wie Arsch auf einmal. Ich finde den gut. So, da noch eins. Und, ui. Da noch eins. Sitzt du hier? Ja. Adleruhr. Jo. Wir könnten ja noch. Was soll's? Könnt ihr schön die Sterne in Lilla. Lila, der letzte Versuch. Schützt auch vor Schwangerschaft, hat man euch immer gesagt. Das stimmt, wage ich jetzt nicht zu bezweifeln, aber wage ich jetzt nicht zu sagen, aber gut. Machen wir hier ein paar Sterne mal hin auf das Viech, auf das Einhorn. Ein paar Denkesterne. Jo. Wie gesagt, das habe ich jetzt alles erst so für mich entdeckt, diese Bastelei, die so ruhig die könnte. Irgendwie ist das total entspannt, wenn man so zwei Kinder hat und. Mann, dann ist das mal richtig. Man kann einfach so, ja, nicht vor sich hin drin, aber man macht halt irgendwas und man sieht, ob das was entstanden ist. Vor allem sind das nur Sachen, die kann ich zwischendurch abbrechen. Da muss ich nicht irgendwie 5 Tage Vorbereitung haben und dann ärgern mir die Platze, weil dann, keine Ahnung, der Ton eingetaucht ist oder nicht egal. Ich kann das jetzt machen und ich kann jetzt einfach aufhören und sagen so, komm, reicht für heute, keine Lust. Aber, nö. Läuft. Ah, was ist denn hier noch? Ich habe noch ein Wölkchen gefunden. Naja, hat jetzt verspielt. Ich habe mir auch überlegt, ich werde diese ganzen Sachen, was ich mal nicht verwende, sind ja jetzt erst überall solche Pferdchen, werde ich vielleicht vorne welche noch aufschreiben, so schön so Nicoles an die Stressen. Und werde. Sieht man die denn nachher? Joa. Ich glaube, dann machen wir jetzt, ein Schnörkelchen. Ich möchte da jetzt ein Schnörkelchen haben. Diese Dinger fallen immer irgendwie. Ja, klar, jetzt war die Kamera alles fallen richtig. Sonst drehen die sie nämlich nie. Noch nie das, was sie sollen. Ja, Ina ist immer dabei. Gut, denn. Ja, damit kann man schon einen halben Tag zubringen. Nur die Steine richtig rumzudrehen. So. Jetzt gucken wir mal, wie wir das hier. Oder machen wir hier so eine Kette lang? Nee, ich mach das so. Ich fange mal an hier, klebe ich mache hier einfach so ein paar Pünktchen. Aber erstmal 5, 6, so. Braucht man nämlich nur noch die tollen dicken Perlen draufsetzen. Ah, der wird zu weit. Ich drehe die ganze Mal. Ich krieg einen Föhn.
Also ich bin ja auch, wenn das denn nicht funktioniert, ja, dann kriege ich ja, dann krieg ich ja, krieg ja Frucht, die weg, ja. Vor allem, wenn die dann immer kurz vor, bevor sie eigentlich da sitzen, wo sie hin sollen, dann fallen die ab. Und beim letzten ist es dann immer am allerschönsten, wenn du denkst, ach komm, ich brauche mir noch mal einen raussuchen. Den muss ich nur aufkleben und dann fällt diese Luder 20 Mal falsch rum. Und du denkst, oh, ist ja nochmal einer, ich bin mehr fertig. Naja. So. Weiter geht's. Blümchen, Blümchen. Kennt ihr nur Sternchen, Sternchen, Rotzkäppchen, Wärmchen, Mandarinchen, Apfelsinswege und so weiter? Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kann das ja mal einer runterschreiben. Warum setzt die ganze guckt sich hier überhaupt einer an? Ich gucke mir so gerne an. Ich kann das ja den ganzen Tag mit zwei Kindern. Ich bin so geil. Nee, aber wenn mal Motti mal schläft und Kalli mal im Kindergarten ist und keine Puste und Pickel hat, dann kann ich mir auch mal so ein. Der Haushalt erledigt ist, ich bin die gute Hausfrau. Ja, man muss das alles sagen, es wird alles gegen ihn verwendet. Der glaubt man ja nicht. Der Anschluss lauert an jeder Ecke. Dann, ja, selbst dann schaffe ich es mal irgendwann mir mal ein YouTube-Video anzugucken. Da könnt ihr mir den ganzen Tag berieseln lassen. Ich bin ja auch so jemand, der kann sich QVC oder diese, naja, die Werbung, was es so gibt, diese Dauerwerbung, ihr könnt mir den ganzen Tag angucken. Finde ich total entspannt. Ich weiß nicht warum. Kann ich mir wirklich schön betuddeln lassen. Wollen wir essen, wollen wir trinken, wollen wir auf Toilette. Einfach nur Hauptsache das. Quallet da einer und zeigt mir 75 Bratpfannen, die ich mir sowieso nicht leisten kann. Die haben aber auch Preise. Und ja, finde ich gut sowas. Wenn ich es mir nie kaufen würde, weil dafür bin ich dann doch wieder so geizig. So angucken, schön mit Brille. Mag ich. Du kommst da jetzt hin. So. Mal gucken, wie es so rum aus. Ich muss mir das mal richtig rum angucken. Ja, jetzt machen wir hier noch ein paar hoch und dann ist das gut, denke ich. Warum ist das viel, wenn ich auf der richtigen Seite bin? Schreibe ich ja dann irgendwann meinen Kleber fest. Der muss ja auch was aushalten bei mir. Das arme gute Stücke. Erst will ja Kinder und jetzt wollen sie alle. Weil sie wissen, wie toll das hier ist. Mit meinem kleinen Büchlein. So finde ich das ganz süß. Ist halt einfach nur. Das hat nichts zu bedeuten oder so. Das ist einfach nur. Oh, ist das süß. Da geht eine Kette lang. Da sind ein paar Perlen. Ja. Das wird sich lauter fallen. So. Soweit finde ich das eigentlich schon ganz gelungen. Irgendwas fehlt mir aber noch. Ich überlege. Ein paar größere, ich muss mal hier mal mich mal kurz sammeln. Na, komm mal her hier. Sind übrigens die gleichen hier, nur eine andere, so eine Mischdinger. Da weiß ich natürlich immer nicht, wie viel ich von habe. Nee, das sieht blöd aus. Das sieht doof aus. Ja. Aber so an sich bin ich zufrieden eigentlich jetzt, würde ich sagen. Mag ich. Finde ich gut.
Ich überlege jetzt wirklich noch, ob wir noch mal ein Blatt oder zwei hier dazwischen kleben, weil eigentlich finde die eigentlich ganz süß. So kleine Blätterchen. Vielleicht hier mal ein bisschen. Sogar ein bisschen viel, aber die können wir ja verteilen. Wie gesagt, das muss ja nicht immer alles nach Schema F laufen. Das kann ja auch einfach mal. Ja, muss ja nicht immer alles so ernst und so hart genommen werden. So. Ja, das wird das lieber dann mal das weg. Vorsichtig mit dem. Mit dem, wenn schön in die Haare kriegt, mit dem. Aber wir sind ja nicht doof, wir haben ja auch noch in jedem. Nochmal zwei gelbe und zwei blaue, wa? Nee, irgendwie sind die doof, oder? Ich mach die jetzt weg, ich lasse das jetzt. Dann machen wir das nachher, versauert man ja. Weil so finde ich es echt schön. Mir gefällt's. Ja. Könnt ihr das, ich halt euch das mal sauber. Das ist jetzt unser gemeinsam, also ich hab's erstellt, ihr habt zugeguckt. Glitzert und blinkt. Finde ich gut. Das ist es. Mehr ist es nicht. Und das entspannt mich halt total. Ich finde es klasse. Finde die Seite richtig toll. Und werde da mit Sicherheit noch irgendwie mehr machen. Vielleicht mache ich nochmal. Wie gesagt, ihr könnt ja nochmal. Vielleicht kriegt es ja mal eher hin, was unter meinen Videos zu kommentieren. Ob ihr halt noch Bock habt auf noch eine Seite davon. Also, wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich weiß noch nicht, wann ich es mache. Aber ja, wie gesagt, ist mal was anderes außer Gießharz und Wollpäppchen, obwohl ich da auch schon auf meine Bestellung lauere. Denn ich glaube am 27.10. hat Trolle und Wolle versandkostenfreien Tag. Das heißt, ab 30 Euro kannst du da versandkostenfrei bestellen. Da werde ich zuschlagen, weil Weihnachten steht vor der Tür. Dieses Jahr kriegen sie alle Engelchen und Püppchen. Müssen sie durch. Ist mir egal, müssen sie durch. Und irgendwelche Schlüsselanhänger werden sie auch alle kriegen, aber ich denke, sie werden sich freuen. Ich hoffe es jedenfalls. Und deswegen werde ich da auf jeden Fall bestellen und dann wird es auch wieder ein oder zwei oder drei Videos geben, wo ich halt verschiedene Feen, Elfen, Ähnchen, wie gesagt, nennt sie wie ihr wollt, nennt sie Püppchen. Mir ist es egal. Ihr könnt sie alle süß und vor allen Dingen, wie gesagt, sind sie recht einfach, habt ihr ja gestern in dem Video gesehen. Ja, und jetzt quatsche ich schon wieder viel zu viel und räume mir schon wieder nebenbei auf und ja, wie gesagt, das ist es jetzt, mehr ist es nicht und hoffe ihr guckt euch das an, habt vielleicht doch mal ein bisschen Spaß daran oder auch nicht, vielleicht ist es auch mal für den einen oder anderen, der hart im Berufsleben steht, eine Alternative, um mal abends ein bisschen runterzukommen. Muss ja jetzt geht's auf den Herbst zu und so, irgendwas muss man ja machen. Dann einfach nach Fernsehen gucken, das ist ja blöd. Und ja, wie gesagt, ausgeschnitten, eingeklebt, hübsch gemacht, kann man sich dran freuen. Kann man durchblättern, kann man sagen, oh, habe ich gemacht, habe ich alles gemacht, ist so süß. Ich sag, man muss das ja auch nicht mit ihm machen. Ich meine, wir hätten ja ein paar Grabstellen hinkriegen können, ein paar Fledermäuse. Das ist noch eine Idee für Halloween. Und ja, dann ist es halt sowas. Nur weil es jetzt zwei Seiten Kawaii sind, müssen ja die anderen nicht auch so sein. Wie gesagt, das Ding werde ich auch nicht Kawaii-Buch nennen, hatte ich erst überlegt. Nee, ich werde es einfach Anti-Stress-Buch nennen und werde je nach meiner Verfassung, nach meiner Lust und Laune Einhörner oder Totenköpfe einkleben. Mal gucken. Jo, jetzt rede ich immer mehr und jetzt höre ich einfach auf und wünsche euch einen schönen Abend. Achso, warte, ich zeige euch das nochmal zum Abschluss. Wie toll das doch geworden ist. Tschüss.